Studentenbande, wo meint erstmal, die haben, und das habe ich damals ja auch gemacht als Student, für ein Softwareunternehmen gearbeitet. Man kann im Prinzip sagen, dass man ganz dicht, ganz schnell natürlich auch schon an große Projekte rankommt, große Installationen sieht und Sachen sieht, die man im Studium eigentlich gar nicht lernen kann. Was ich auch immer klasse finde, wenn man dann mal draußen unterwegs ist, ist ja ein bisschen reduziert aktuell, aber wenn man draußen unterwegs ist, wenn man dort Werbung sieht von Online-Händlern, kann man eigentlich immer sagen, okay, für den Kunden bauen wir die Software in dem Bereich, im Bereich Online-Shop oder im Bereich PIM oder im Bereich sag ich mal, WhatsApp-Chat oder Kundenkommunikation. Also man guckt sich Werbeplakate an, sieht Offline-Geschäfte und kann sagen, ja Mensch, hey, das sind aber wir, ne? Und das bauen wir auch. Und das ist super cool. Das ist der Antrieb. Moin, ich bin Sebastian, Entwickler bei Novomind. Ich bin Luca und ich bin Entwickler bei Novomind. Ich bin Caro und ich bin Entwicklerin bei Novomind. Ich bin Igor, ich bin ein Entwickler bei Novomind. Moin, ich bin Tessa und ich bin Entwicklerin bei Novomind. Da ich ja vorher schon mal eine Ausbildung gemacht habe, kannte ich das von der Arbeitswelt her schon. Es war eine andere Branche. Aber bei Novomind war das halt, also Studium war viel Lernen und viel Theorie. Und bei Novomind konnte ich dann halt mehr Praxis lernen. Also ich habe das Gefühl, dass ich, während ich gearbeitet habe, mehr gelernt habe als überhaupt in der Vorlesung, wenn man nur die ganze Zeit zugehört hat. Speziell gefällt mir eigentlich dieses Eigenverantwortlichkeit, also dass ich sozusagen nicht eine Aufgabe kriege und gesagt wird, okay, Luca, du machst das jetzt so, so und so und so wird es gemacht, sondern es ist eher so, du hast eine Aufgabe, aber die Lösung dazu machst oder die eruierst du selbst. So, du darfst natürlich oder du fragst natürlich, weil wenn du davon keine Ahnung hast oder noch nicht so viel Erfahrungswerte hast, dann unterstützt man einen natürlich. Aber du kannst sozusagen selber auf Ideen kommen und selber die dann auch umsetzen. Man ist da relativ frei und das finde ich sehr angenehm eigentlich. Ich hatte das Gefühl, dass ich relativ schnell auf jeden Fall in die Projekte eingebunden wurde. Und dadurch, dass ich halt auch gleich diese, nicht nur so ein, naja, Übungsprojekt gemacht habe, sondern gleich in die Kundenprojekte rein durfte, dass ich dadurch sehr schnell auch sehr viel gelernt habe, ja. Besonders in den Zeiten, wo ich Semesterferien hatte und dann auch mal nicht nur einen Tag die Woche da war, sondern, ja. Eine ganze Woche am Stück. Ich hatte, also zwischenmenschlich fand ich das ziemlich angenehm. Mein erster Starttag hat direkt mit einem BU-Event begonnen. Dementsprechend konnte ich alle schon in einer ja, relativ angenehmen Atmosphäre kennenlernen. Aber auch, also fachlich war ich, habe ich eine Aufgabe übernommen von einem anderen Studenten, der sozusagen seine Aufgabe gewechselt hat, aber trotzdem in der Abteilung geblieben ist. Dementsprechend konnte er mir das so ein bisschen erklären und ich konnte auch Fragen direkt an ihn stellen. Ohne dass ich sozusagen irgendwie so in der Luft hing. Das war sehr angenehm eigentlich. Also als ich angefangen habe, da gab es erstmal mit allen Neuangefangenen bei Novomind so eine Art Gesprächsrunde, wo erklärt wurde, was Novomind überhaupt macht, um auch die Firma kennenzulernen, die Kollegen kennenzulernen. Dann hatte ich noch ein paar Gespräche mit meinen Kollegen und Vorgesetzten, um die dann besser kennenzulernen. Und dann durfte ich gleich anfangen, also mit so einem Online-Kurs für Android-Entwicklung, damit ich in das Thema mehr reinkomme. Und nach 1,5 Wochen durfte ich auch dann gleich in das erste Projekt mit rein. Also ich würde sagen, dass durch Novomind entstanden meine Interessen an dem, was ich in der Zukunft will und was ich machen möchte. Weil erstmal, also ich war im zweiten Semester und ich wusste nicht, was will ich, also was bin ich, was möchte ich, als was werde ich arbeiten. Novomind hat mir tatsächlich die Chance gegeben, mich in unterschiedlichen Bereichen zu finden, zu probieren, was halt mir besser passt, was ein bisschen weniger, wo habe ich welche Mängel und so. Und dadurch ist mein zukünftiger Arbeitsprofil entstanden. Ich glaube, ich habe von der Persönlichkeitsentwicklung habe ich Schritte gemacht, dass ich mehr mich selbst einbringe, sagen wir mal so. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass ich
von der Code-Struktur, also vor allem Code-Architektur, habe ich halt in der Uni relativ wenig gehabt, beziehungsweise nur eine Vorlesungsreihe und da war halt nur Lernen und nicht Anwenden. Und seitdem ich bei Novomind bin, merke ich selber, dass das sich auf jeden Fall wesentlich verbessert hat, dadurch, dass ich das jeden Tag anwenden darf. Man hat schon gemerkt, dass nicht alles, was man im Studium gelernt hat, wirklich notwendig ist. Beziehungsweise viele Sachen, die man jetzt hier auf der Arbeit gelernt hat, hätte man sich gewünscht, dass man sie schon damals angeschnitten hätte. Also ich sage mal, bestes Beispiel dafür, in Novomind wird hauptsächlich Java verwendet. Und es gibt viele coole Tricks, die zum Beispiel mit Java 8 hinzugefügt wurden, wo im Studium überhaupt nicht drauf gegangen wurde. Vielleicht so mal hier am Rande erwähnt oder sowas. So, und das sind einfach jetzt Sachen, die ich jetzt lerne und es ist auch schön, dass man sie lernt, aber es wäre auch noch schöner gewesen, wenn man jetzt schon mit ein bisschen mehr Wissen reingegangen wäre. Ja, was Prüfungszeiten angeht, ist das bei Novomind super flexibel. Also wenn ich mehr Zeit brauche, dann nehme ich mir einen Monat dafür. Wenn ich weniger Zeit brauche, ist das auch okay. Das ist eigentlich super flexibel und Uni geht immer vor. Ich würde sagen, mach das auf jeden Fall. Geh auf jeden Fall zum Vorstellungsgespräch. Schau dir das selbst an. Das war wirklich eigentlich eher so eine Bauchentscheidung. Es ging mir damals gar nicht so wirklich um Novomind, aber im Nachhinein war das eigentlich die beste Entscheidung. Bei Novomind sich das alles anfühlt wie eine große Familie und man auf jeden Fall super willkommen geheißen wird und tolle, spannende Projekte machen kann, aber auch, dass auf jeden Fall darauf eingegangen wird, was man gerne machen würde und man nicht in irgendeine Rolle reingezwängt wird, sondern man kann ganz man selbst sein. Man hat bei Novomind ein sehr nettes Team. Man hat unterschiedliche Aufgaben, die können sehr flexibel sein. Man kann in das, was man macht, erst reinwachsen und sich immer weiter verbessern. Und man kann, was mir vor allem wichtig ist, man kann immer Fragen stellen. Und es ist egal, ob es dumme Fragen sind oder nicht, die werden auch immer beantwortet. So sollte es ja auch sein, sonst wären hier, glaube ich, auch nicht so viele über so viele Jahre noch so viele Leute da. Wenn man sich jetzt anguckt hier, wie viele Leute jetzt hier ihr 20-Jähriges feiern, da denkst du so, die bleiben bestimmt auch nicht, weil sie irgendwie einen netten Händedruck gekriegt haben.